wenn man einen ganzen Monat lang die Sonne nicht mehr sieht. Es ist kaum zum Aushalten, sagen schon die, die im Winter vielleicht einmal 10 Tage unter der Hochnebeldecke stecken. Aber auch dann besteht ja immer die Hoffnung, dass am nächsten Tag die Sonne doch noch durch den Nebel durchdrückt. Ganz anders im Walliser Dörfli Grignol. Kommt dort der Samichlaus, geht die Sonne. Und Grignol ist ein ganzen Monat langes Schattenloch. Das lässt die Einheimischen kalt. Aus dem Wallis der Anatol Hug. Amadeus Zenzünne, Gemeindepräsident von Grignol, schaut, wie die letzten Sonnenstrahlen am Horizont verschwinden. Jetzt ist es wieder so weit, jetzt ist die Sonne wieder weg für den ganzen Winter. Das heisst bis ca. Mitte Januar. Der Grund ist der knapp 3000 Meter hohe Berg Bettlishorn. Bis Mitte Januar taucht das 500 Seelendorf Grignol in seinen Schatten. Nicht ein Sonnenstrahl erreicht während dieser Zeit das Dorf. Der Amadeus Zenzünne ist aber überzeugt, dass sich die Vor- und Nachteile des Schattendaseins etwa die Waage halten. Also ist einerseits sicher ein Nachteil, vor allem wirtschaftlich gesehen, weil die grosse touristische Entwicklung ist an dem Dorf schon ein bisschen vorbeigegangen. Auf der anderen Seite ist das noch recht ein intensives Dorfsleben, vor allem die Vereinstätigkeit ist sehr lebendig. Und das sind sicher Gründe, wieso das vor allem noch junge Leute da bleiben und sogar hierher ziehen. Das war nicht immer so. In den 70er Jahren hat die Aufbruchstimmung die Jugend vom Dorf erfasst. Ein grosser Teil hat das schlecht erschlossene Schattendorf verlassen. Vor 20 Jahren hat einfach jeder Junge gesagt, ja, ich gehe weg, ich bleibe nicht hier. Hier ist keine Zukunft und nichts. Heute ist Grignol bestens erschlossen. Und seit ein paar Jahren verzeichnet Grignol trotz der harten Winter sogar wieder steigende Einwohnerzahlen. Dass die Winter härter sind als auf der Sonnenseite, das merkt der Kleinbauer Christian Imhof täglich am eigenen Leib. Aber die Einwohner von Grignol haben gelernt, im Negativen immer auch etwas Positives zu sehen. Es ist aber flott. Nachher, wenn die Sonne wieder mal kommt, sind wir wieder frei, dass die Sonne wieder so flott kommt. Und das sind einfach die anderen auch nicht, da, was die Sonne immer scheint. Sind das nicht so wie wir. Wir haben einfach mal keine Sonne, das Mal kommt wieder. Das ist einfach doppelt so schön. Auch Festen tun den harten Winter versüßen. Heute ist Hochbetrieb im Restaurant Bettlishorn. Die Bertha und der Hans Akte feiern ihre goldene Hochzeit. Ihr ganzes Leben haben sie in Grignol verbracht. Mit der fehlenden Wintersonne haben sie sich arrangiert. Oh, wir sind das schon so gewohnt. Und manchmal ist noch letztes Wetter, dann merkt man doch gar nicht, ob die Sonne kommt oder nicht. Dann haben die von der Sonnenseite auch keine wie wir. Die Einwohner von Grignol lieben ihr Schattendorf. Und die meisten könnten sich, wie der alte Dorflehrer Eduard Heinen, keinen besseren Platz zum Leben vorstellen. Ja, ich möchte also Grignols nie verlassen. Ich möchte hier als Grignols sterben. Und auch die Kinder sind überzeugt, dass Grignol ein guter Platz ist zum Leben. Ich werde mein ganzes Leben lang hier bleiben, dann sogar noch hier wohnen. Das ist etwas Schönes. Wieso? Ja, alles hat es hier. Bäume zu klettern, viel natürlicher, bessere Luft, die steht mit der Pest. Die Devise der Einwohner von Grignol ist einfach. Sie kompensieren die schattige Lage mit sonnigem Gemüt. Für Tele 24 von Grignol im Wallis, Anatol Hug. Das sind Swiss News und Swiss Info. Nächste Ausgabe am 8.